Ja, willkommen zurück beim Dunklen Meister und wir sind immer noch auf der Suche nach Jimmy und wollen ihn befreien. Wir kommen ja auch mittlerweile gar nicht mehr in das Verlies rein, wo er da so sitzt und uns gar nicht mehr anguckt. Noch nicht mal seinen geliebten Teddybären möchte. Und in der letzten Folge waren wir oben bei dem Alchemisten, der wirklich, wirklich standesgemäß lebt, muss ich ehrlich mal sagen. Und hier unten haben wir dann eine Eule eingesetzt, die uns neue Runen beschert hat, wozu auch immer die gut sind. Deswegen gucke ich jetzt einfach mal, wo wir als nächstes hin müssen. Ich gucke mal auf der Karte, wo wir als nächstes hin müssen. Und wir müssen nochmal zum Alchemisten, okay? Ach, natürlich, da waren doch die Runen. Hier. Bringe die richtigen Symbole zum Leuchten. Du hast erst kürzlich einen Hinweis erhalten. Natürlich. Dafür sind die also gut. Okay. Ich nehme mal eben mein magisches Notizbuch. Und mache einen Screenshot. So. Also zuerst brauchen wir das hier. Oder? Und ich muss nochmal von vorne anfangen. Die sehen leider auf dem Bild auch ein bisschen anders aus. Ah ja, es war falsch, glaube ich. Und... oh, sehr dramatische Musik. Ein X. Ja, das ist ja mal blöd. Aha. Okay. Okay, das erste Symbol war dann doch falsch. Das erste Symbol scheint dann das zu sein. Ist leider doch ein bisschen anders in dem Buch. Das hier und das hier. Und dann die Windmühle. Dieses Zeichen und dieses Zeichen. Oh. Och, ist das süß. Er liest uns jetzt irgendwas Schönes vor. I am glad to see you here. This is my castle. This is where a major development in my life took place. I made the Philosopher's Stone, and the ingredients to create it remain here. But it is also possible to create its reverse by replacing just one ingredient with its opposite. Then, with the help of this substance, you will be able to destroy the golden statue once and for all, and with it, the demon. You will need the mountain spirit's help. Among my tomes is the recipe for the potion he needs. Ja, er hat also tatsächlich den Stein der Weisen gefunden und das finde ich richtig gut. Endlich mal einer, der es zugibt. Alle anderen suchen ja immer nur. Und er hat uns gesagt, wenn wir eine Zutat weglassen oder austauschen, dann können wir die Statue zerstören. Ich habe ja erst vermutet, dass wir dann den Stein der Blöden bekommen, aber es war da nicht so. Also es wird der Stein des Weisen. Oh, wie süß. Aber was für ein schönes Bild, oder? Hier kann ich ein Feuer machen. Hier kann ich einen Korken ziehen. Kann ich die Sachen rausnehmen? Nee. Okay, hier habe ich schon meinen Schlüssel. Und da muss was rein. Ja, ich finde es gut, dass die Wimmelbilder nicht so gleich sind. Also doch mal ein bisschen abwechslungsreich. Mal was einfügen, mal was kochen. Ach, Moment, habe ich doch eine Pinzette. Und es ist eine Medaillonhälfte, die dann natürlich oben reinkommt.
Wir haben eine Form. Können die da reinmachen? Nee. Hätte ja sein können. Ja, dann müssen wir den Korken erstmal entfernen. Mach erstmal Feuer. Ich liebe es, Feuer zu machen. Oh, das haben sie aber gut gemacht, das Feuer. So, da können wir irgendwas zum Schmelzen bringen, was auch immer. Mhm. Da ist noch ein bisschen rumgekleckert hier. So, was können wir noch bekommen? Ich glaube, das war's schon. Ja. Wir können auf jeden Fall Bleifigur schmelzen. Okay. Nimm die zweite Medaillonhälfte. Sehr schön. Was ist das eigentlich hier für ein Blubberzeug? Nachtschattenfrüchte. Okay. Die brauchen wir natürlich für den Trank. So, das ist abgeschlossen. Und hier ist das Rezept für das Lebenselixier. Dieses Elixier baut die Lebenskraft wieder auf und gibt neue Energie. Könnt ihr auch manchmal gebrauchen, gerade Montagmorgen. Zerstoße und vermische Eisenhut, Alraunwurzel und 7 ungeöffnete Rosenknospen. Füge dem Nektar der Kannpflanze hinzu, koche die Nachtschattenbeeren und füge den Extrakt ebenfalls hinzu. Aha. Können wir schon hier hinlegen? Nö. Können wir noch nicht. Okay. Dann müssen wir erstmal die anderen Zutaten suchen. Und hier sind die Schienen. Ach du meine Güte. Die haben wir auch vor ewigen Zeiten schon gebraucht. Gibt es ja eigentlich auch ein Sammelobjekt? Ich würde es mal vermuten. Eigentlich müssen die doch hier rein. So, die kommen da rein. Dann muss man die... Das, was da drin ist, kommt da rein. Aha. Okay, mehr habe ich noch nicht. Und der Kolben? Den Nektar der Kannenpflanze, okay. Die brauchen wir noch. Eisenhut. Ohne Rezeptröhrchen nichts an. Okay, können wir das zweite wahrscheinlich machen. Hier gibt es auch kein Sammelobjekt. Ich brauche 7 Rosenknospen. Ach, das war jetzt erst eine. Okay. Ah, ich dachte, das war Eisenhut. Hm. Also, ich sehe hier leider kein Sammelobjekt. So, ich guck mal, wo das mit den Schienen waren. Das muss... Ich wollte eigentlich gar keinen Tipp nehmen, aber okay, dankeschön. Ich glaube, das war unten irgendwo in der Mine. Hier war das, bei dieser komischen Kiste. Fahre mit der Lore alle Schienen ab, ohne sie zweimal zu benutzen. Ist der da jetzt gerade erst draufgesprungen?
Naja, das ist, glaube ich, noch ein bisschen falsch. Ja, einen habe ich vergessen. Okay. Ah, verdammt, ich komme nicht mehr dahin. Oh, das ist aber schwer. Ich fahre gleich. Ah, nee, da komme ich gar nicht hin. Okay, also. Die müsste eigentlich da. Naja, schon wieder verkackt. Oh, nee. Huch. Okay. Und die Blattkachel, die brauchen wir auf jeden Fall für den Alchemistenturm. Gehen wir mal erstmal in den Thronsaal. Haben wir noch einen? Nee, habe ich nicht. Ordne die Kachelsymbole in den beiden äußeren Ringen entsprechend dem inneren Ring an. Ja. Die äußeren. Hier nochmal machen? Nee. Ach, da kann ich einen zur Seite packen. Ach so. Weil die passen hier natürlich nicht. Die passen. Geschafft. Hust. Oho. Was ist das denn für ein Gewächshaus? In den Blüten soll Nektar sein. Ich brauche etwas, um ihn herauszuholen. Bitte schön. Da hat sie eine Schaufel versteckt. Ich hasse Schlangen. Nee, ich eigentlich nicht. Oben in den Ästen ist etwas. Da schicke ich doch mal Euli hoch. Wir haben die Sonne. So, da müssen wir die Wurzeln wegschneiden. Mit dem Tortenmesser. Es sieht irgendwie aus wie ein Tortenmesser. Ich kann mich daran gar nicht satt sehen. So, was brauchen wir denn hier? Eine der Scheiben fehlt. Habe ich natürlich nicht. Huch, nee, ich wollte da nochmal rein. Ich bin ja noch nicht fertig hier. Es gibt bestimmt auch ein Sammelobjekt hier in diesem Bild. Frage ist nur, wo. So, also hier ist auf jeden Fall noch was. Die Schlange müssen wir irgendwie noch wegbekommen.
Möchtest du mit Geld spielen? Und da müssen wir noch was rausbekommen. Und hier kann man graben. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie ist giftig. Ich schütze besser meine Hände. Okay, wir brauchen also noch Handschuhe. Ist ein bisschen pingelig, die Dame. So, hier können wir die Sonne einsetzen. Wir haben ein Tafelfragment bekommen. Die andere Hälfte. Ich meine, die ist in der Schlafkammer des Kobolds. Oder fehlt dir auch noch was? Naja, Zimmer des Zwergs. Und zwar hier oben. Wähle die Fleur-de-Lis in der Reihenfolge aus, die unter dem Schutzschild zu sehen ist. Uiuiui. Nee, die ist es aber nicht. Vor allem blöd, dass wir es in der Reihenfolge machen müssen. Ah, die ist es nicht, okay. Ach Mist, wo war die denn hier? Weil wenn das jetzt wieder falsch ist, ja, dann geht ja alles wieder aus und muss man wieder suchen. Ist schon ein bisschen anstrengend für die Augen. Sein. Oh, verdammt. Das ist sie nicht. Das ist nicht gerade mein Lieblingsspiel. Ja, okay. Es ist nicht mein Lieblingsspiel. Wir haben einen Handschuh bekommen. Ach nee, doch haben wir. Und nochmal so ein Fischteil. Bin mal gespannt, wann das der Fischkörper da mal zusammengesetzt ist. Okay, ab zum Alchemisten. Und die Alraune rausholen. Der Schlüssel. Der war doch, glaube ich, da in dem Zimmer für den Schrank. Okay, wir haben ein Rezept, eine Pyramide und eine Pipette. Sehr schön. Das Rezept müssen wir erstmal hinlegen, glaube ich. Nee, hier nicht. Hier ist es, mein Lebenswerk, der Stein der Weisen.
Er besteht nur aus einigen wenigen einfachen Zutaten. Drachenblut, Kupferpulver, Schlangenhaut, Perlenstaub, Goldstaub oder der Staub eines lebenden Steines für den umgekehrten Effekt. Und ein Tropfen Mondtränen. Der Goldstaub stammt von sehr seltenem Gold, aber es ist mir gelungen, ihn aus den Höhlen der Zwerge zu stehlen. Wenn du dieses Pulver über einen Stein schüttest, wird er zu Gold. Aber der Prozess kann auch umgekehrt werden. Boah, ja, wir werden hier auch noch ein Alchemist. Gut. Was köchelt hier eigentlich drin? Also hier brauchen wir auf jeden Fall noch 7 Rosenknospen. Und die Alraune muss ja da auch noch irgendwie rein. Genau, die muss nämlich zerhackt werden. Ah, guck mal, hier sind tatsächlich überall Sammelobjekte. Unter anderem auch hier. Die Pyramide muss eingesetzt werden. Ich kann, glaube ich, nur hier hin. Ordne die Planeten entsprechende Abbildung auf der Pyramide darunter an. Ach, herrje. Gut. Das machen wir in der nächsten Folge. Kann vielleicht noch ein bisschen dauern. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich danke vielmals fürs Zuschauen und verabschiede mich. Bis dahin. Tschüss.